zu, du bist stärker als sie. Viel stärker. Sie wollen einfach nur eine gute Show sehen. Du weißt, wie man jagt. Zeig ihnen, wie gut du bist. Wir können es schaffen. Einfach abhauen, im Wald leben. Wir würden uns kriegen. Vielleicht auch nicht. Wir kämen keine 5 Meilen weit. Willkommen, willkommen! Jetzt ist der Zeitpunkt, um einen mutigen jungen Mann und eine mutige junge Frau auszuwählen, die die Ehre haben werden, Distrikt 12 bei den 74. alljährlichen Hungerspielen zu vertreten. Das ist dein erstes Jahr, Prim. Dein Name ist bloß einmal da drin. Sie werden dich nicht ziehen. Primrose Everdeen. Prim! Ich melde mich freiwillig! Ich melde mich freiwillig als Tribut! Unsere Tribute Peter Miller und Katniss Everdeen. Die wollen eine gute Show und nichts weiter. Wir sind 24, Gail, aber nur einer kommt da raus. Und du sollst dafür sorgen, dass ich hübsch aussehe. Ich soll dir helfen, Eindruck zu machen. Und so wurde beschlossen, dass die 12 Distrikte von Panem jedes Jahr einen jungen Mann und eine junge Frau zwischen 12 und 18 Jahren als Tribut darbringen, sie in der Kunst des Überlebens ausbilden und sie darauf vorbereiten, bis zum Tode zu kämpfen. Ab jetzt musst du ihnen zeigen, was du gelernt hast. Sie sollen dich in Erinnerung behalten. Ich frage mich die ganze Zeit, wie ich ihnen zeigen kann, dass sie mich nicht besitzen. Wenn ich sterbe, will ich trotzdem ich selbst sein. Ich kann mir nicht leisten, so zu denken. Die Tribute von Panem, The Hunger Games. Ich hab was für dich. Soll ich's dir zeigen? Eine Sporttalpelbrosche. Solange du sie dabei hast, kann dir nichts Schlimmes passieren. Versprochen. Willkommen und fröhliche Hungerspiele! Ach, ich liebe das. Ladies first. Primrose Everdeen. Nein! Ich melde mich freiwillig! Ich melde mich freiwillig als Tribut! Du bist stärker als sie. Wir sind 24, Gail, aber nur einer kommt da raus. Sorg für die beiden, lass sie auf keinen Fall verhungern. Katniss Everdeen, das Mädchen, das in Flammen steht! Was hast du deiner Schwester gesagt, als du dich bei der Ernte freiwillig gemeldet hast? Dass ich versuchen würde, für sie zu gewinnen. Und ob du es versuchst. Ich frage mich die ganze Zeit, wie ich ihnen zeigen kann, dass sie mich nicht besitzen. Wenn ich sterbe, will ich trotzdem ich selbst sein. Ich kann mir nicht leisten, so zu denken. Wir können es schaffen. Einfach abhauen, im Wald leben. Wir würden uns kriegen. Vielleicht auch nicht. Wir kämen keine 5 Meilen weit. Willkommen, willkommen! Jetzt ist der Zeitpunkt, um einen mutigen jungen Mann und eine mutige junge Frau auszuwählen, die Ehre haben werden, Distrikt 12 bei den 74. alljährlichen Hungerspielen zu vertreten.
Das ist dein erstes Jahr, Prim. Dein Name ist bloß einmal da drin. Sie werden dich nicht ziehen. Primrose Everdeen. Prim! Ich melde mich freiwillig! Ich melde mich freiwillig als Tribut! Unsere Tribute, Peter Miller und Katniss Everdeen. Die wollen eine gute Show und nichts weiter. Wir sind 24, Gail, aber nur einer kommt da raus. Und du sollst dafür sorgen, dass ich hübsch aussehe. Ich soll dir helfen, Eindruck zu machen. Und so wurde beschlossen, dass die 12 Distrikte von Panem jedes Jahr einen jungen Mann und eine junge Frau zwischen 12 und 18 Jahren als Tribut darbringen, sie in der Kunst des Überlebens ausbilden und sie darauf vorbereiten, bis zum Tode zu kämpfen. Ab jetzt musst du ihnen zeigen, was du gelernt hast. Sie sollen dich in Erinnerung behalten. Ich frage mich die ganze Zeit, wie ich ihnen zeigen kann, dass sie mich nicht besitzen. Wenn ich sterbe, will ich trotzdem mich selbst sein. Ich kann mir nicht leisten, so zu denken. Von Panem, The Hunger Games. Ladies and Gentlemen, die Gewinner der 74. Hungerspiele, Katniss Everdeen und Peter Miller. Sie ist nicht die, für die Sie alle halten. Sie will nur ihre Haut retten, nichts weiter. Sie ist ein Zeichen der Hoffnung für sie geworden und muss eliminiert werden. Was meinen Sie? Ja, sie muss sterben, aber auf die richtige Art, zur richtigen Zeit. Katniss Everdeen ist ein Symbol. Wir müssen sie nicht zerstören, nur ihren Ruf. Und allen zeigen, dass sie jetzt eine von uns ist. Sollen sie sich ruhig hinter sie stellen? Sie werden sie so sehr hassen, dass sie sie für uns umbringen. Bitte, hilf mir, dass ich diese Reise überstehe. Diese Reise wird nicht enden, wenn du nach Hause kommst. Und was nun? Von jetzt an seid ihr nur noch ein Ablenkungsmanöver, damit die Leute vergessen, was die wahren Probleme sind. Kinn nach oben und lächeln. Katniss Everdeen, das Mädchen, das in Flammen steht. Die Leute vertrauen dir, Katniss. Du hast ihnen eine Chance geboten. Sie brauchen nur den Mut, sie zu nutzen. Wegen dir lebe ich noch und habe eine Chance. Ja, um zu leben. Nein, um zu handeln. Wir müssen zu Gail, bevor sie uns töten. Sie werden uns töten. Nein! Nein, aufhören! Na los. Ihre ganze Spezies muss ausgelöscht werden. Ihre Spezies, Sir? Die anderen Sieger. Wegen ihr sind sie alle eine Bedrohung. Wegen ihr denken sie, sie wären unbesiegbar. Du weißt, alles, was ich tue, gefährdet dich und Mom. Ich will nicht, dass euch was passiert. Seit den letzten Spielen hat sich etwas verändert. Ich kann es sehen. Was siehst du? Hoffnung. Du hast uns gerettet. Das weiß ich. Aber ich kann nicht weiter für die Kameras etwas vorspielen. Und im wahren Leben ignorieren wir uns. Sie ist nicht die, für die sie alle halten. Sie muss eliminiert werden. Das stimmt, aber auf die richtige Art, zur richtigen Zeit. Wir müssen verschwinden, bevor sie uns töten. Und sie werden uns töten. Das Volk will kämpfen. Ich werde bleiben. Sie haben bei den Spielen sehr hart gekämpft, Miss Everdeen. Aber es waren Spiele. Möchten Sie einen echten Krieg erleben?
Stellen Sie sich vor, Tausende Ihrer Leute tot, Ihre Familie ausgelöscht. Was muss ich tun? Dies ist das 75. Jahr der Hungerspiele. Die Tribute werden aus den bisherigen Siegern ausgelost. Katniss! Ich muss mich noch verabschieden. Katniss! Was machen wir jetzt? Das werden diesmal völlig andere Spiele. Die 75. Hungerspiele! Bist du bereit? Katniss Everdeen, das Mädchen, das in Flammen steht! Ich möchte, dass ihr alles vergesst, was ihr über die Spiele zu wissen glaubt. Letztes Jahr war es ein Kinderspiel. Dieses Jahr bekommt ihr es mit erfahrenen Killern zu tun. Noch ein letzter Rat? Bleib am Leben. Vergiss nicht, wer der wahre Feind ist. Miss Everdeen, Sie haben sehr hart gekämpft in den Spielen. Aber es waren Spiele. Möchten Sie einen richtigen Krieg erleben? Ich wollte nie an den Spielen teilnehmen, sondern nur meine Schwester retten und verhindern, dass Peter getötet wird. Miss Everdeen, es sind die Dinge, die wir am meisten lieben, die uns zerstören. Ich möchte, dass jeder, der zusieht, sofort seine Waffen niederlegt. Du lebst. Peter ist der Trumpf des Kapitols, so wie du unserer bist. Ihr werdet Peter so schnell wie möglich retten. Oder ihr könnt euch einen anderen Spotttempel suchen. Außer ihr kann das schaffen. Damit wird sie nicht fertig. Die Spiele haben sie zerstört. Wir müssen die Leute da draußen vereinen. Sie ist das Gesicht der Rebellion. Alle werden ihr folgen. Jede Verwendung des Spotttölpel-Symbols ist verboten. Bist du hier, um zu kämpfen, Katniss? Kämpfst du mit uns? Das bin ich. Und das werde ich. Niemand außer ihr kann das schaffen. Damit wird sie nicht fertig.
Die Spiele haben sie zerstört. Sie soll sehen, was das Kapitol mit Distrikt 12 gemacht hat. Sie kommen, Katniss. Sie werden alle töten in Distrikt 13, seitdem ist morgen tot! Katniss! Miss Everdeen, macht euch darauf gefasst, den höchsten Preis zu zahlen. Das ist eine Botschaft an Präsident Snow. Wenn wir brennen, dann brennen sie mit uns! Nichts wird sich ändern, solange Snow am Leben ist. Und ich kann nicht noch eine Rede darüber halten. Snow muss für das bezahlen, was er getan hat. Auf welche Art auch immer, der Krieg wird bald enden. Du kannst jetzt nur noch eins tun, um die Rebellion auszuweiten. Wir haben alle denselben Feind! Dieser Mann verdirbt jeden und alles. Er zwingt die Besten von uns, gegeneinander zu kämpfen. Heute Nacht richtet eure Waffen gegen das Kapitol. Oh, meine liebe Miss Everdeen, du darfst dich nicht täuschen. Die Spiele sind nicht vorbei. Ladies und Gentlemen, willkommen zu den 76. Hungerspielen. Ich hab dich lieb. Ich hab dich auch lieb. Wir haben alle denselben Feind. Und das ist Präsident Snow. Dieser Mann verdirbt jeden und alles. Er zwingt die Besten von uns, gegeneinander zu kämpfen. In seinem Namen zu morden! Heute Nacht richtet eure Waffen gegen das Kapitol! Richtet eure Waffen auf Snow! Gentlemen, willkommen zu den 76. Hungerspielen. Ich habe dich beobachtet und du beobachtest mich. Meine liebe Miss Everdeen, du darfst dich nicht täuschen. Das Spiel ist bald zu Ende. Zum ersten Mal in unserem Leben stehen wir als 13 Distrikte Seite an Seite. Unsere Zukunft beginnt morgen bei Tagesanbruch, wenn wir gemeinsam ins Kapitol marschieren. Um uns aufzuhalten, errichtet Präsident Snow ein Minenfeld aus Fallen. Mit den perfiden Erfindungen der Spielemacher macht er sich einen Sport daraus, uns zu töten. Ladies und Gentlemen,
Willkommen zu den 76. Hungerspielen. Wir haben nur einen Versuch. Nutzen wir ihn. Nichts wird sich ändern, solange er am Leben ist. Snow muss für das bezahlen, was er getan hat. Unser Leben hat niemals uns gehört. Es hat Snow gehört, so wie unser Tod. Aber wenn du ihn tötest, Katniss, wenn du all dem ein Ende setzt, dann sind die vielen Tode nicht umsonst gewesen. Heute Nacht! Richtet eure Waffen auf das Kapitol! Richtet eure Waffen auf Snow! Ich hab dich lieb. Ich hab dich auch lieb. Wir haben alle denselben Feind. Und das ist Präsident Snow. Dieser Mann verdirbt jeden und alles. Hört auf, in seinem Namen zu morden. Gentlemen, willkommen zu den 76. Hungerspielen. Schicken Sie mich ins Kapitol. Na, so geht doch. Heute Nacht! Richtet eure Waffen auf das Kapitol! Richtet eure Waffen auf Snow! Wir haben nur einen Versuch. Nutzen wir ihn. Die Tribute von Panem. Mockingjay Teil 2. Jetzt im Kino. Alles ist gut. Du hast nur geträumt. Du hast nur geträumt. Hey, ich hab was für dich. Soll ich es dir zeigen? Das ist eine Sporttalbebrosche. Die beschützt dich. Es ist dein erstes Jahr, Prim. Dein Name ist bloß einmal drin. Du wirst nicht gezogen. Primrose Everdeen. Nein, ich melde mich freiwillig! Ich melde mich freiwillig! Ich melde mich freiwillig als Tribut. Versuch zu gewinnen. Vielleicht schaffst du es ja. Vielleicht schaffe ich das. Ich sagte, dass ich versuche zu gewinnen. Dass ich versuche, für sie zu gewinnen. Seit den letzten Spielen ist was anders geworden. Ich kann es sehen. Was kannst du sehen? Hoffnung. Glaub nicht, dass du mich beschützen musst, oder Mom. Wir stehen zu dir. Katniss! Ich darf mich noch verabschieden! Katniss! Nein, ich muss mich noch verabschieden. Katniss! Das ist die Revolution. Du bist der Sporttöpfel, Katniss. Ich glaube, du weißt gar nicht, wie wichtig du für die bist. Ich habe das alles nie gewollt. Ich wollte nur meine Schwester retten und verhindern, dass Peter getötet wird. Es sind die Dinge, die wir am meisten lieben. Uns zerstören.
hab dich lieb. Ich hab dich auch lieb. Mehr. Das ist unsere Chance. Ich habe es satt, für ihn seine Sklaven umzubringen. Na, so geht doch. Die Tribute von Panem. Mockingjay Teil 2.